Schäuble will Bonuszahlungen an Banker begrenzen. Die besonders für Fehlanreize anfällige, sofort in Geld auszahlbare variable Vergütung müsse eng beschränkt werden. Sagt ja. Auf, euch auf. Und jetzt die Kurzschau der 80er mit Bob und Afka bis um 24 Uhr noch. Und Ergebnis ist jetzt Schluss in Köln. Na, lieber Mann, in Köln ist ganz schön die Kacke am Dampfen. Die haben gegen Cottbus verloren. Schon wieder verloren, die Kölner. Die werden noch nicht in die dritte Liga absteigen, wenn die so weiter machen. Aber ich glaube, das wird jetzt für den Herrn Stanisowski, den Trainer der Kölner, ganz eng. Ich glaube, morgen ist da Schluss auf der Trainerbank. Ja. So, Tabellenletzter. Jetzt geht's weiter mit Musik von Kool & The Gang, Big Fun und Paul Davis mit The 65 Love Affair. Die Kurzshow der 80er mit Bob Murawka. Immer freitags von 19 Uhr bis Mitternacht. Thank you.
Kultshow der 80er. Bei RBR1. Hier spielt die beste Musik. Nächste Woche dann 80er und 90er mit Thomas Schminke und Bob Moravka in Doppelmoderation. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf, nach so vielen Jahren, dass wir hier bei RBR1 nochmal zusammen am Mikrofon sitzen dürfen. So, jetzt haben wir einen Musikwunsch, und zwar Ralf Siebe hat eine ganze Liste hier geschickt, was er noch hören möchte. Denn nächste Woche haben wir auch Musikwünsche dabei. Nur wie gesagt, da machen wir die 90er mit dazu. Sorry. Torch zum Beispiel von Software, Forget Me Nuts von Patrice Russian, Kid Creole and the Coconuts and Stool Pigeon, Mad World von Tears for Fears. Könnte man nicht alles so runterspielen, ne? Das ist richtig gut. Oder A Sexual Healing von Marvin Gaye. Und da ich ja einer der absolut größten Marvin Gaye-Fans bin, weltweit, bin ich sogar der größte, gibt es natürlich hier seinen letzten großen Hit aus dem Jahr 1982. Hier Sexual Healing, Marvin Gaye. I'm
Sexual Healing als Bullshit. Mehr Bullshit gibt's gleich noch. Jetzt ist mal unsere Ecke erfolgreiche Duette der 80er, die wir damit heute auch abschließen werden. Die letzten vier Wochen durchgezogen und hab nochmal gekramt und geguckt, wir waren denn da noch alles im Duett in den Charts vorne mit dabei. 1983, eine schöne Nummer von Marissa Manchester und Peebo Bryson. Eine Nummer, die Marissa Manchester schon in dem Jahr 1979 zusammen mit Kenny Loggins geschrieben hatte. Ein Riesenhit in Amerika gewesen, auch in Europa, weniger bei uns in Deutschland, komischerweise. Titel heißt Whenever I Call You Friends.